und herzlich willkommen zu meinem 6. Let's Play League of Legends. Heute mit K6 auf der Top Lane. Mit dabei ist wieder Luca iCareWine. Hallo. Und Yannick X Virtus. Hallo. Yannick ist ein bisschen leise. Karma und Lucian sind übrigens auch Premade. Oh lol, der Lucian und so, die brauchen noch ein bisschen. Boah, Fiddlesticks, Bambusleitung. Ich suche mir gerade so einen Main Toplaner und probiere gerade mal so ein paar Champions aus. Boah. Probier doch mal Lulu Toplane aus. Boah, das war heute Mittag so krass. Ja. Oh. Ah, Moment mal, Galio kann eigentlich gar nichts gegen mich machen. Weil, also, seine Passive bringt ihm gegen mich gar nichts. Was sind seine Passive? Seine Magieassistenz, also 50% davon werden umgewandelt in AP. Aha. Ja? Aha. Ja, also jetzt halt wie bei Ramos mit Rüstung. Hat er gegen unser ganzes Team komplett verschissen. Lol, Karma no Exhaust. Da wird der voll AP spielen. So. Ich habe noch nicht so oft K6 gespielt. Ja, das passt. Also ich habe ihn schon wohl öfter gespielt, aber nicht so gut. Aber heute Mittag ging es eigentlich. Okay, unser Lee Sin startet mit Red. Ich hasse Wukong. Ja. Das erste Normal Game. Glaube. Oh je, die Botlane. Gut. Oh. Wenn ihr irgendwelche Tipps oder so habt, wie ich K6 besser spielen kann, schreibt mal bitte in die Kommentare. Und dann schreibt einer rein, spiele auf AP. Hast du schon mal gesehen, AP K6? Nein. Ich meine, es müsste ja eigentlich gehen mit der Q, mit Lich Bane und so. Und die W basiert ja auch auf AP. Ja. Und nur die W. Mhm. Das bringt's übelst nicht. Ich weiß. Gank mal bitte einfach Dauer auf Yannick. Boah, Galio. Hab ich nicht gar keine Lust drauf auf den Champ. Weil der ganze seine Q spammen kann. Hm. Wenn man ihn selber spielt, ist er geil, aber wenn man ihn gegen ihn spielen muss und der gegnerische K6 gefeedet ist, dann macht's keinen Spaß mehr. Oh, komm, ist auch nicht viel besser. Oh, ist so.
haut mir seine Keule auf den Kopf und dann macht das genauso viel Schaden wie meine Kuh. Mir leckt's gerade. Aber mir auch, das liegt glaube ich an LOL-Servern. So ein bisschen. Boah, ich hab schon alle Crystal Flasks raus. Schönes Ding. Egal. Aber gut Job. Boah, Galio kann richtig heftig werden. Kaufe ich mir halt erstmal einen Brutalisierer, oder? Ja, sowas. Brutalisierer oder vampirisches Zepter. Ja, erstmal einen Brutalisierer. Warte. Sag doch, dass du drauf gehst. Spring zu mir. Schön executen. Jetzt wieder auf die Top-Om-Lane. Lol, der Viertel ist Level 2. Was ist los bei dem? Gerade. Ach, jetzt komm. Ach so, okay. Das war die beste Lane-Cover. Also der Viertel war echt die beste Lane-Cover, die ich je gesehen habe. Kommt so rauf und kassiert instant einen Tod. So muss er doch. Ja, eben. Läuft. Nee, aber ich finde, solche sollte es öfter geben. Aber nicht in meinem Team. Ich kenne da noch einen, der ist im Profi-Jungler. Ja. Ich meine eigentlich gerade was anderes. Gestern. Meinst du gerade den Wukong von gestern? Ja. Achso. Ja, nee, ich muss sagen, bei mir hat er gut gegankt, aber dann. Oh, ah, diese Gank. Wie kann man das nennen? Cool. Diese Gank Hier ist auf jeden Fall. Verteilung so. Ja, genau, Verteilung. Das ist total ungerecht und scheiße. Du hast es erfasst. Wie soll das sonst gewesen sein? Keiner teilt so behindert Ganks ein wie er. Und du kriegst einen heute und du kriegst einen, aber du! Nee, du nicht! Oh, der Fiddlesticks, ne? Der Fiddlesticks ist was schon hast einmal gesagt, gestorben. Der ist nicht gut. Oh, hab ich gemerkt. Mein Tisch blüht dich. Uiuiui. Ja, knüppel mir deine Rübe auf den Kopf. Eine Rübe, ja. Ist heute Dienstag oder Montag eigentlich? Dienstag, neue Food to Place. Ah ja. Hajo. Ganz spät in der Nacht. Um 9 Uhr. Ja. Ganz spät in der Nacht, Bernd. Ja. Sind ja Ferien. Boah, 7-0 stehen wir, GG, weiter so. Boah, diese Runde macht so richtig Spaß. Jo, komm nochmal Toplane, Yannick.
dass das Game Spaß macht. Oh nein! Schaut mal an, wie er gankt. Er läuft auf meine Lane und dann geht er weg. GG Viertel. Normal. Es ist übrigens. Es kommt ziemlich früh. Boah, Galio. Dieser Schaden. Die Wolle von meiner kann nichts gegen mich machen. Das habe ich nie gesagt. Echt? Ja, okay, ich überfahre ihn aber. Wo ist der AFK? SS. Oh, da kommt er. Also auf jeden Fall, Galio SS nochmal. Ja. Das Gute ist, Galio kann halt nicht so gut farmen. Das Geile ist, ja. Das Geile ist immer mit Kassix, wenn du so. Nö. Das Geile ist mit Kassix, wenn du. Jo. Wenn man so ein Level über dem ist oder so, ein bisschen mehr gefeedet ist, dann haust du dem einfach so einen Schaden. Ah, gut, kannst gehen, nicht machen, weißt. So. Okay, danke. Oh, ich muss mich poppen. Galio ist immer noch Miss. Ja, komm von hinten bitte. Okay. Was kauft denn der sich? Oh, legt hier gleich an mit dem Stab der Zeitalter. Lass mir diesmal. Kriege ich. Oh. Ja. Oh, das wurde. Naja, Galio wieder SS. Nicht der Fiddle hier gerade am. Oh mein Gott, der Galio kam hinter mir. Oh, da will ich aufpassen. Das Low ist krass, ne? Jo, komm hier. Warte. Mach deine W, ja, genau. Meine Ulti war so useless. YOLO. Ich hab die eh fast. Ich hab die alle 60 Sekunden. Von dem her. Das erste Game ohne Raging heute. Richtig angenehm. Also für mich ist es ungefähr das vierte oder so. Okay, nee, ich hatte ein paar mehr, aber. Die, wo ich nicht geraged hab, aber trotzdem. Waren heute richtig viele dabei. Heute hat man auch irgendwie keinen Grund zu ragen. Also, jetzt, in dem Game. Ja, in dem Game nicht. Nee. Ja, denn die Botlane fängt wieder an zu feeden. Ja, dann. Oh, weißt du noch, in der Runde mit Kayle und du mit K6, beide 3-1. Was macht die Botlane? Oder gestern, das war so krass. Ja, so, ich carry übelst das Game. Oh. Dann kommt da so ein gefeedeter Draven an, der hier wegklatscht. Nach 15 Minuten oder so hatte der 23 Kills. Oh, weißt du noch, im Urf, der Set mit 58? Ja, das war. Der rennt da Eiskammer so rum. Hui! Was ein Plan, ey. Ich hoffe, voll viel Farm mehr. Wieso, was macht denn der Wukong? Keine Ahnung, der geht in Envy, dann kommt er aus Envy wieder. Also der ist. Der geht Envy und kommt sofort wieder raus. Okay. Aber er hat mir halt auch wohl ein bisschen Schaden aus. Der hat aber noch keinmal seine Ulti geused.
So, wenn ich würde so machen als Wukong, ich würde dich anspringen mit der E, eine Q und sofort mit der W weg. Er hat noch immer seine Ulti geused, aber jetzt gerade. Bam, okay. Oh, ich glaube, da habe ich im Hintergrund irgendwie was gesehen. Ein Viertel, glaube ich. So schnell kann das gehen. Moin. Moin. Hallo, wir nehmen gerade auf. Ah, okay. Oh, dann kannst du mal Hallo sagen. Hallo. Manchmal frage ich mich, was der Viertelsticks vorhat. Warum ist er jetzt erst Level 6? Ja, ich weiß es auch nicht. Ich bin fast Level 10. Ich bin Level 10. So, bin gerade Level 10 gekommen. Der Wukong 04. Er tut mir ja so leid. Oh, ich glaube, die machen jetzt eine Double Lane. Das finde ich unfair. Oh, Lag? Habt ihr auch einen Lag? Nee, ich hab grad okay. Ich habe nur ein bisschen Frame Drops. Okay. Dann leckt er. Ich habe trotzdem noch, ich habe 45 Frames, es leckt aber trotzdem. Ja, ich habe 60 Frames gerade, aber ich nehme mir auch nicht auf. Wie muss das auf meinem Laptop gewesen sein, ey? Da hatte ich 20 Frames. Da, weißt du, was es da war? Das war beinahe Zeitlupe, so viel. Nein. Obwohl. Nein, weißt du, das war so ein alter Spielfilm auf deinem Laptop. Oh Mann. Schön. Kassi ist so ein geiler Champ. Mhm. Der macht doch voll Spaß. Boah, wenn wir so im Ranked spielen würden, das wäre. Ja, das wäre geil. Das wäre echt. Richtig schnieke. Oder Tower oh, Galio macht seine Ulti auf der Bot. Oh. Ich weiß gerade nicht, irgendwie funktioniert es gerade nicht so richtig. Das mache ich falsch. Weil so ich mit Jalen sau viel Kills. Ich glaube, er mag dich auch. In seinem Team. Warum? Und? Ist halt schon irgendwas macht. Aber... weiß nicht. Was der Fiddle als vorhat. Lol. Fiddle möchte uns feeden. Fiddlesticks. Feeder Fiddle. Nee, Feedstick. Also, so. Der Wukong ist gerade miss. Meine Ulti haut den fast one hit. Wen? Fiddle? Fiddle, ja. Ich mach Q, Ulti und Ignite. Dann hatte ich ihn. Und dann kam noch der Schnalio angekrochen. Der ist Level 7. Ja, ich weiß auch nicht, was der da irgendwie macht, dass der erst Level 7 ist, aber er macht ganz schön was falsch. Komm mal mit, Lane. Jo, Karma kommt hoch, ich würde aufpassen. Kam er halt über Slow und bisschen Damage. Naja. Ah, doch. Slow
hat die gerade im Moment so ein bisschen, aber... Damage, hä? Ich hatte halt auch noch eine Karma supportet, die hat einer anderen Karma einfach so Half-Life mit einer Q gezogen. Das ist richtig krass. Na, Karma Support ist eigentlich eine schöne Sache. Gott, ne? Oh mein Gott. Ich komm. Was ein Glückspilz. Und was war das jetzt für eine der Karsix? Na, der Wukong, sorry. Naja, ich flash mich gleich rein und hau den Jungen um. Mach's mit? Ja, aber ich hab kein Flash. Okay. Oh mein Gott, ich bin jetzt noch rein. Ich wollte mich noch hochstealen. Naja, 7-1. Nein! Nein, Fiedel! Fiedel! Das Fiedel! Mr. Fiedel! Ja, da kannst du dir live dran stealen. Ja, das Problem ist, wenn er mich feiert. Und Galio ist halt da, ne? Das ist das Problem. Das Fiedel da ist, ist. Ja. Ja. Irgendwo hat er ja schon seinen Sinn. Ich meine, er heißt ja auch Fiedelsticks. Home. Oh, ich noch nicht, ich muss noch kurz. Toll, jetzt will ich mir ein paar Minions holen und jetzt ist der Galio da und ich habe keinen Mana. Oh, der ist schon auf Spot gang. Komm mal dir entgegen, Luca. Ja, schnell Ghost. Oh. Surrendered. Ich würde sagen, ein schönes Game, ne? Ja, naja, ein bisschen kurz, ein bisschen langweilig, aber ja. Ging wohl. Tschüss, bis zum nächsten Let's Play. League of Legends.